Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich ein bisschen über das Muttersein sprechen und darüber, wie sich mein Leben so verändert hat. Ich bin jetzt seit 13 Monaten frisch gebackene Mama. Meine Tochter ist ein bisschen über ein Jahr alt und das erste Jahr mit Kind möchte ich gerne so ein bisschen reflektieren und euch einfach so ein bisschen einen Einblick geben, was ich ja bisher nicht gemacht habe auf diesem Kanal, wie sich das für uns gestaltet hat. Vor allem, weil sich ja sonst auch sehr, sehr viel in unserem Leben verändert hat. Ich fange vielleicht mal damit an, dass es liegt jetzt schon irgendwie so weit zurück. Zumindest fühlt es sich so an, die Wochenbettzeit damals. Ich weiß noch, ich hatte sehr, sehr viel zugenommen in der Schwangerschaft und das war so eine Zeit, da habe ich mich so unwohl gefühlt in meinem Körper. Das war im Wochenbett, war das noch in Ordnung, weil da war ich einfach so voller Oxytocin und mit dem Stillen, das hat alles ganz prima geklappt, obwohl wir echt eine schwierige Anfangsphase hatten. Also ich stille meine Tochter auch immer noch jetzt mit fast 14 Monaten. Am Anfang hatten wir da Schwierigkeiten, weil sie tatsächlich mehr abgenommen hatte, als sie sollte. Ja, Säuglinge sollen ja maximal 10% ihres Körpergewichts in den ersten Tagen verlieren. Das ist auch ganz normal, wenn die erstmal so ein bisschen was verlieren, bis sich dann die Milch umstellt, also diese Vormilch. Und dann sollten sie aber wieder anfangen zuzunehmen, und zwar so eine bestimmte Grammzahl. Ich glaube, so 150 Gramm pro Woche sind das ungefähr. Und sie hatte halt einfach zu viel abgenommen und ich hatte eine ganz, ganz tolle Hausgeburtshebamme, die uns dann einen Tipp gegeben hat. Wir mussten dann die Zahl stoppen, wo sie an der Brust ist, und mussten sie immer wieder nerven, dass sie weiter trinkt und dass sie nicht einschläft an der Brust, weil das Problem war tatsächlich nicht, dass sie falsch getrunken hat oder nicht richtig gesaugt hat. Das Problem war, dass sie einfach immer eingeschlafen ist dabei. Und das haben wir dann so ein bisschen trainiert und in den Griff bekommen und ganz akribisch die ersten 2-3 Tage wirklich. Und schon nach 2 Tagen hatte sie kapiert, was wir eigentlich so von ihr wollen, dass sie trinken soll. Und seitdem ist es so ein Selbstläufer geworden. Dann hat sie tatsächlich damals jeden Tag irgendwie 100 Gramm zugenommen. Sie hat so viel getrunken, sie hat so viel zugenommen, sie ist so schnell gewachsen dann. Und war alles super. Ich wollte auch, also ich habe mich so gesträubt auch dagegen, irgendwie zuzufüttern. Natürlich hätte ich es getan, wenn es nicht anders gegangen wäre. Aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, weil ich dann auch tatsächlich schon nach Ersatzmilch und so geguckt hatte und gesehen habe, was da drin ist. Und ich möchte wirklich nicht, dass sich jetzt irgendeine Mutter schlecht fühlt, wenn ich das sage, weil es haben nicht alle das Glück, es können nicht alle stillen, manche wollen es auch nicht. Aber es ist halt einfach nicht optimal, was da drin ist. Es ist einfach, es gibt meiner Meinung nach kein wirklich wahnsinniges, hochwertiges Produkt, was irgendwie auch nur vergleichsweise an die Muttermilch rankommen würde. Weil so eine Muttermilch, die passt sich ja auch total den Bedürfnissen des Kindes an. Und es ist ja auch so eine Möglichkeit, das Kind Kot zu regulieren, also zu beruhigen an der Brust. Wenn das Kind krank ist, werden Antikörper über die Muttermilch mitgegeben, Nukleotide werden gebildet, das sind alles so Dinge, das passt sich so individuell an dein Kind, an deinen Säugling an, deine Muttermilch. Das passiert auch über Rezeptoren zum Beispiel, die du in der Brustwarze hast, und Rezeptoren, die das Kind irgendwie hinten am Gaumen hat, ich kann es genau gar nicht genau sagen, aber im Mundbereich hat. Und das beides geht dann in so einen Austausch und so eine Kommunikation, wo dann einfach das Signal vom Baby zur Mutter kommt, hey, ich brauche das und das mehr, und dann produziert die Mutter das, und das ist halt natürlich nicht gegeben durch eine Flaschenmilch. Und ich war damals super dankbar, dass das dann doch noch so funktioniert hat, und muss aber auch wirklich sagen, wir sind echt dran geblieben. Meine Brüste haben ganz am Anfang, boah, so geschmerzt, es war ein höllischer Schmerz, die Geburt war ja schon so schlimm. Wenn ihr da Interesse habt, schaut gerne noch mal einen Geburtsbericht. Aber dieser Ansaugschmerz ganz am Anfang, bis sich meine Nippel daran gewöhnt hatten, ich habe die halt auch in der Schwangerschaft nicht darauf vorbereitet, ich habe das auf die leichte Schulter genommen, das war echt heftig. Und das hat ein paar Wochen gedauert, bis das besser geworden ist. Die sind auch sehr wund geworden. Da haben wir alles versucht, wir haben gelasert, wir haben Silberhütchen genommen, die waren wirklich sehr hilfreich, da bin ich wirklich sehr dankbar. Wir haben
Salbe drauf geschmiert, gekühlt, alles Mögliche. Und ich habe aber so diese feste und sturche Entschlossenheit gehabt, wir kriegen das hin, wir ziehen durch, wir beißen die Zähne zusammen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Auf jeden Fall hat sich das Ganze wirklich richtig gelohnt. Das hat sich ausgezahlt, denn ich stille die Kleine immer noch. Und ja, dann war so das Thema der Körper. Wie verändert sich der Körper? Mein Körper hat sich sehr verändert in der Schwangerschaft. Ich habe sehr, sehr viel zugenommen. Hatte danach auch noch sehr viel Gewicht drauf. Und hatte dann auch so Fressflash durch diese anstrengende Geburt, dass ich sehr lange nicht abgenommen oder wenig abgenommen habe. Und irgendwann, wo dann so der Sommer kam, habe ich für mich so die Entscheidung getroffen, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, also es geht gar nicht mehr und ich muss was für mich tun. Ich konnte Gott sei Dank recht schnell wieder mit Sport anfangen. Ich habe mit 6 Wochen Rückbildung angefangen zu machen, für mich selber zu Hause mit YouTube-Videos und habe dann einfach, bin dann einfach langsam ins Fitnessstudio gegangen, habe ganz, ganz arg auf meinen Körper gehört, was kann der schon, wo braucht er noch Zeit, was tut weh, habe langsam gemacht und dann immer konstanter bin ich ins Fitness gegangen, habe meine Ernährung wieder irgendwie ein bisschen optimiert und ja, dann habe ich recht schnell, sogar innerhalb von 2-3 Monaten meine alte Figur zurückgehabt und auch jetzt gerade bin ich am Muskeln aufbauen. Ich gehe 5-mal die Woche ins Fitnessstudio, ins Krafttraining und fühle mich einfach immer wohler in meinem Körper und also abgesehen von der Kaiserschnittnarbe und die Brüste, die einfach ein bisschen mehr hängen durchs Stillen und ein bisschen größer geworden sind, hat die Schwangerschaft überhaupt gar keine Spuren irgendwie hinterlassen jetzt im Nachhinein. Ja, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du da gar keine Angst haben brauchst. Wenn du das unbedingt möchtest, setz dich erstens nicht unter Druck. Ja, es ist völlig in Ordnung, wenn sich der Körper verändert. Und wenn du Angst hast, mehr Gewicht zuzulegen, du brauchst keine Angst haben. Du kannst es danach, nimm dir Zeit, du kannst es danach auf jeden Fall wieder runter haben. Das ist gar kein Problem. Ja, was hat sich noch verändert? Sexualität, Thema Sexualität und Partnerschaft. Also so ein Kind stellt halt das Leben schon echt extrem auf den Kopf, gell? Also man hat kaum noch Zeit für sich, die eigenen Bedürfnisse sind komplett hinten angestellt. Unsere Partnerschaft hat das total auf die Probe gestellt, weil wir ja auch erst ein halbes Jahr zusammen waren, als ich schwanger geworden bin. Das Ganze wäre auch eine ungeplante Schwangerschaft und wir hätten es fast nicht überlebt. Wir sind immer noch teilweise in Phasen, wo wir wirklich an unsere Grenzen kommen, aber es wird irgendwie immer besser, weil ich einfach so mit jedem Tag so ein bisschen mehr meine alte Freiheit, will ich jetzt sagen, zurückgewinne. Einfach unabhängig, also ich stille ja auch immer noch, aber einfach in immer längeren Abständen auch mal weg von der Kleinen sein kann, also einfach mal Zeit für mich nehmen kann, mit einer Freundin rausgehen kann. Und hinzu kommt halt, dass ich jetzt in diesem Jahr, seitdem ich Mama geworden bin, habe ich halt 2 Firmen, 2 Businesses aufgebaut, ja, ein Retreat-Business, ein Coaching-Business. Damit ist wahnsinnig viel Arbeit verknüpft. Wir haben gerade auch einen hohen finanziellen Druck. Und es ist nicht immer so einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Und es bringt mich manchmal extrem an die Grenzen. Es gibt Tage, da fühle ich mich einfach von früh bis spät nur überfordert. Aber das ist halt Teil vom Prozess und das gehört einfach dazu. So, ich bin wieder da. Ich durfte kurz eine Klientin in Empfang nehmen für eine Breathwork-Session. War sehr intensiv, ging jetzt ein paar Stunden und jetzt bin ich wieder da. Ich mache jetzt hier einfach weiter mit dem Video. Ja, so zum Thema Sexualität nochmal einfach zurückzukommen. Wie gesagt, so eine Partnerschaft, vor allem wenn sie halt nicht wirklich gefestigt ist, wird schon wirklich wahnsinnig auf die Probe gestellt. Zumindest war das so mein Empfinden. Das kommt natürlich auch total aufs Baby drauf an. Es gibt ja Babys, die sind total einfach und dann gibt es wieder schwierigere, dann gibt es High-Need-Babys. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so ausdrücken möchte, dass es schwierige und einfache Babys gibt, weil Babys sind einfach Babys, das sind einfach Menschen, die halt ihre Bedürfnisse ausdrücken und sie können sie halt nur auf diese eine Art und Weise ausdrücken und also das soll überhaupt gar keine Wertung darstellen, wenn ich das jetzt hier so sage. Versteht mich da bitte nicht falsch. Unser Kind, würde ich nicht sagen, dass es ein High-Need-Baby war, aber sie hat am Anfang schon echt sehr viel geweint und ich habe sie eigentlich immer nur getragen in der Trage, um vor allem so, also ganz am Anfang ging das sogar noch, aber als sie dann ein paar Wochen alt war, dann wollte sie immer mehr getragen werden. Sie ist halt auch sehr, sehr schnell hat sie sich entwickelt. Sie hat sich in 10 Wochen schon gedreht.
sie ist mit einem halben Jahr schon gekrabbelt oder schon mit 5 Monaten, glaube ich, seitdem sie 10 Monate alt ist, läuft sie. Also sie ist sehr früh entwickelt. Und bitte fangt jetzt nicht an, eure Kinder damit zu vergleichen, weil jedes Kind hat ja so sein eigenes Tempo. Aber aufgrund dieser körperlichen Entwicklung, dieser schnellen körperlichen Entwicklung bei ihr, hat sie dann halt tatsächlich auch, war sie einfach auch anderen Reizen oder mehr Reizen von ihrer Umwelt ausgesetzt und musste das auch verarbeiten. Und das hat natürlich auch uns Kraft gekostet. Und das Ganze geht natürlich zulasten der Intimität, obwohl ich auch wirklich dazu sagen muss, dass ich im ersten Jahr, also wirklich in den ersten 12 Monaten, ich hatte kaum Libido. Also ich hatte, und ich möchte das jetzt hier wirklich so ganz klar ansprechen, weil ich glaube, da reden, also ich kenne kaum Menschen, die darüber reden, und ich finde es schade. Ich hatte fast gar keine Lust auf Sex. Also wie gesagt, wir hatten im ersten Jahr kaum Zeit, kaum Energie und ich von meiner Seite auch kaum Lust für Sex, und das war auch total in Ordnung für mich zumindest. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, ich würde jetzt was verpassen oder mein Mann würde da jetzt mega drunter leiden. Ich habe das einfach so angenommen und habe mir einfach selber gesagt, und das gilt auch für so, also als Tipp an die Frauen, die sich da irgendwie schuldig fühlen, weil manchmal hatte ich auch mit solchen Gedanken zu kämpfen. Hey, mein Körper hat ein Baby gemacht, okay? Ich habe da einen Menschen aus mir, in mir drin entstehen lassen und den auf die Welt gebracht. Und wenn ich jetzt Zeit brauche, um mich in dieser ganzen Rolle einzufinden als Mutter, mit diesen ganzen Hormonen, mit dem Stillen, mit meinem Business, dann ist es so. Und wenn Sex dann nur die Nebenrolle spielt oder gar keine Rolle spielt, dann ist es einfach so. Dann ist es völlig in Ordnung. Und musste mir das auch immer wieder sagen, um mich halt eben nicht schuldig zu fühlen, weil ich schon auch gemerkt habe, ich habe mich teilweise, wenn wir es dann doch irgendwie probiert haben, auch komisch gefühlt, weil sich das Bild von mir selbst verändert hat einfach. Ich konnte mich nicht mehr ganz so fallen lassen, weil man sich halt irgendwie als Mutter sieht, also zumindest ging mir das so, und es hat irgendwie nicht so in mein Rollenbild gepasst, und ich musste mich da komplett neu entdecken oder bin auch immer noch dabei, mich neu zu entdecken. Es ist jetzt so, dass langsam die Libido, die Lust wieder zurückkommt, und das Ganze hat ja auch evolutionär biologische Gründe, ja, solange du halt auch noch stillst. Stillen ist zwar keine sichere Verhütungsmethode, das auf keinen Fall, aber der Körper kriegt halt schon das Signal, hey, jetzt noch ein zweites Kind zu versorgen, ist schwierig, mach da mal langsam. Und dann ist die, das, ich glaube, also ich glaube, dass das deswegen auch ganz normal ist, wenn du deswegen keine Libido hast oder wenig Libido, und dass das einfach auch eine ganz natürliche Funktion ist und ganz wichtig vielleicht auch, damit du erstmal deine ganze Aufmerksamkeit auf dieses eine Baby konzentrieren und ihm geben kannst, die du hast, und nicht irgendwie noch dann noch ein zweites, ein drittes bekommst oder so, damit dieses Kind einfach auch überlebt, ja. Wir, unsere Körper sind ja eigentlich noch, unser ganzes Nervensystem, unsere ganze Biologie ist ja eigentlich noch ganz, ganz alt, und ich glaube, da damals war das ganz, ganz wichtig, man konnte ja auch immer nur ein Kind tragen, dass einfach nicht so schnell hintereinander Nachkommen kommen, und das, wo es noch keine Verhütungsmethoden gab, ist das halt der einzige Weg der Natur, einfach da so ein bisschen, glaube ich, so einen Stopp zu machen. Ja, wie gesagt, das hat sich einfach verändert, und auch gerade so, also wir versuchen das gerade wieder ein bisschen zu kultivieren miteinander, und wir versuchen auch Intimität zu kreieren, indem wir uns jeden Abend Zeit für uns nehmen und uns zum Beispiel einfach 5 Minuten nur in die Augen schauen. Das funktioniert ganz gut, das haben wir jetzt so neu für uns entdeckt, und es kreiert auch wieder Intimität, weil wenn man dann so Eltern ist und man hat dann so viel um die Ohren, nicht nur mit dem Elternsein, sondern auch noch mit der eigenen Arbeit, mit dem eigenen Business, dann geht halt diese Zweisamkeit halt auch schnell mal verloren. Und das war auf jeden Fall bei uns der Fall, und wir versuchen das gerade so ein bisschen uns da wiederzufinden. Worauf ich auch noch eingehen möchte, ist das, was uns mega geholfen hat mit der Kleinen, ganz am Anfang, wo sie recht viel geweint hat noch und wir auch nicht wussten, uns nicht richtig zu helfen wussten, obwohl ich eigentlich nie diese unsichere Mutter war. Viele
Ersteltern sind ja so recht unsicher. Ich habe mich nie unsicher gefühlt. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich habe einen sehr guten Instinkt, was mein Kind gerade braucht, und habe irgendwie keine Panik bekommen, konnte ganz gut den Raum halten, wenn sie geweint hat. Trotzdem aber sind wir zur Osteopathie gegangen. Das habe ich eigentlich gemacht, weil sie ja dann doch ein Kaiserschnittkind war. Und mir das ganz, ganz wichtig war, dass das einfach, dass sie die optimalen Voraussetzungen hat und dass das nochmal ein bisschen behandelt und angeschaut wird. Und die Osteopathie hat wahnsinnig viel geholfen bei ihr. Also wir waren ein paar Mal dort und es war wirklich erstaunlich, was das gemacht hat. Sie war jedes Mal ein ganz anderes Baby, wenn sie da raus ist. Und nach 2, 3 Wochen hat man richtig gemerkt, wie die Selbstheilungskräfte des Körpers einfach aktiviert wurden. Und ja, wie gesagt, einfach gewisse Problematik nicht mehr da war. Ja? Der Nacken frei war, zum Beispiel hat sie an der Brust eine Zeit lang sehr oft so gemacht. Das bedeutet dann aufgrund der Entwicklung, dass der Nacken einfach, dass eine Verspannung war, der war dann wieder frei oder ihre Bauchschmerzen waren weg. Also Osteopathie kann ich echt nur empfehlen, wenn du ein Kind hast, was weint. Es ist ein Gang auf jeden Fall wert. Ob es dann gegen dieses spezifische Problem hilft, kann ich dir eher nicht versprechen. Aber bei uns war, ich bin so dankbar, dass wir das gemacht haben. Vielleicht noch ganz kurz zum Finanziellen. Wir haben ja, also mein Mann, mein Freund hat, der Papa von ihr hat eine eigene Firma, und ich habe mir jetzt dieses Jahr, wo ich Mutter geworden bin, selber 2 Firmen aufgebaut. Wir stehen in der Schweiz unter einem großen finanziellen Druck, weil die Kinderbetreuung hier uns einfach mal 1500 im Monat kostet und unsere Wohnung halt auch nochmal sehr viel. Also wir haben Fixkosten im Monat, die fast in den 5-stelligen Bereich gehen. Natürlich muss das nicht unbedingt sein. Man kann in der Schweiz auch günstiger leben. Wir haben halt einfach eine sehr große Wohnung, weil ich hier auch mein Büro, also meinen Arbeitsplatz habe, wo ich auch Klienten empfange. Ich wollte auch einen Garten. Ja, ich bin einfach ein totaler Naturmensch und das war mir sehr wichtig, dass wenn wir nicht so viel reisen können, derzeit, weil wir so gebunden sind an die Arbeit, dass wir einfach dann trotzdem einen Garten haben im Sommer, und das zahlt man halt einfach. Und dann kommt die Krankenkasse dazu. Man bekommt hier nicht so viel Unterstützung, wenn man selbstständig ist und ein gewisses Einkommen hat. Wir müssen uns da jetzt gerade, sind wir uns gerade noch drum kümmern, ob wir für bei der Kinderbetreuung was dazu bekommen. Das ist eventuell möglich. Bei mir ist es gerade sehr, sehr schwierig, weil ich bin gerade alles erst am Aufbauen. Es läuft gut, aber jeder, der schon eine Firma aufgebaut hat, weiß, wie viel Zeit und Arbeit das kostet. Gerade ist unsere Tagesmutter im Mutterschaftsurlaub und ich habe nur 2-mal in der Woche Babysitter für 5 Stunden. Ich fühle mich also wirklich derzeit konstant überreizt und einfach overwhelmed mit all diesen Aufgaben, die ich zu tun habe, und die Kleine hüten und aber noch schön aussehen und ins Fitnessstudio gehen und sich um mich selbst kümmern. Also es ist wahnsinnig viel einfach. Ich versuche es gerade alles unter einen Hut zu bekommen, aber ich bin mega guter Dinge, dass es in Zukunft besser wird. Dann, wenn sie wieder zur Tagesmutter kann, wenn der Sommer kommt, ja, das Kind auch mehr draußen spielen kann. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie schnell halt auch die Wohnung aussieht wie im Saustall, weil die ziehen alles raus. Gerade ist sie in so einem Alter, wo sie einfach alles aus den Schränken räumt, jedes Mal wieder, und dann werfen die vielleicht Dinge ins Klo und überall sind ihre kleinen Händchen und der Hundenapf wird immer ausgeleert. Also das ist halt schon echt eine Herausforderung, und ich würde auch jedem raten, sich eine Haushaltshilfe zu holen, wenn er sich's leisten kann. Wir mussten eine Zeit lang drauf verzichten, weil wir es uns nicht leisten konnten. Mittlerweile versuche ich das echt zu priorisieren finanziell, weil ich einfach merke, wie viel Entlastung mir das gibt. Und je größer die Wohnung ist, umso mehr ist halt einfach auch zu tun. Und irgendwo muss man halt einfach auch sich Hilfe holen. Man kann nicht alles, ich kann nicht alles allein machen. An meiner Firma, mit dem Kind, und dann auch noch im Haushalt, das geht einfach nicht. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen, wir versuchen da gerade einen Weg und eine Lösung zu finden. Ja, was hat das bei mir vielleicht noch verändert? Darauf könnte ich vielleicht noch eingehen. Also ich bin wahnsinnig gerne Mama, ich bin aber auch wahnsinnig gerne einfach noch Lisa und eine Frau. Ich habe weiterhin, verfolge ich gerne meine Hobbys, also ich gehe einfach gerne ins Gym, ich gehe gerne in die Sauna, das tut mir einfach wahnsinnig gut. Versuche meine Tochter so viel wie möglich einzubeziehen, sie war auch letztes Jahr sogar beim Retreat dabei, sie ist auch
dieses Jahr bei den Retreats dabei. Das ist mir super schön, dass ich sie da einfach mitnehmen kann und ihr auch so ein bisschen diese Welt zeigen kann. Ich habe mich persönlich extrem weiterentwickelt, seitdem ich Mutter geworden bin, schon in der Schwangerschaft, weil ich einfach bemerkt habe, wie wichtig das ist, zu heilen und wie wichtig das ist, zu lernen, sich selbst zu regulieren, um die beste oder der beste Elternteil für dein Kind sein zu können, weil ich einfach Muster, die meine Eltern übernommen haben, von ihren Eltern nicht auch noch übernommen und weiterführen will. Ich wurde als Kind ja teilweise sogar noch geschlagen. Das möchte ich einfach für mein Kind nicht. Ich möchte, dass mein Kind einfach konstant das Gefühl bekommt, dass es geliebt und bedingungslos angenommen wird mit all den Emotionen, die sie durchmacht, ja, mit ihrer Wut, mit ihrem Ärger, mit ihrer Angst, mit ihrer Traurigkeit und nicht nur dann, wenn sie funktioniert, wenn sie brav ist, wenn sie gute Laune verbreitet und freudestrahlend ist, sondern in all ihrem Wesen. Das ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich ganz, ganz hart an mir selbst gearbeitet. Ja, meine Heilung hat ja schon, oder meine Heilungsreise hat ja schon vor ihr angefangen und vor der Schwangerschaft mit ihr. Ich glaube übrigens auch nicht, dass das ein Zufall ist, dass ich schwanger geworden bin, nachdem ich Ayahuasca gemacht habe und da in Mexiko war und diese ganzen Prozesse durch habe. Aber ich bin seither auch, ich bin jeden Tag hart daran, an mir zu arbeiten, mich emotional regulieren zu können. Ich habe halt auch nicht so einen einfachen Hintergrund und umso wichtiger ist es mir einfach, meiner Tochter das bestmöglichste Leben zu ermöglichen, weshalb ich übrigens auch so früh wie möglich jetzt versucht habe, wo ich die Kraft habe, die Power habe, aus der Depression raus bin, meine zwei Firmen aufzubauen, weil mein Ziel ist es einfach, finanziell frei zu sein, damit ich Zeit habe. Und da muss man halt mal für 1, 2, 3, 4, 5 Jahre die Zähne zusammenbeißen und ich habe echt nicht vor, dass das 5 Jahre sind, weil du hast nur für 4 Jahre kleine Kinder und du solltest die Zeit mit ihnen genießen. Aber jetzt mal für 1, 2 Jahre durchzubeißen, durchzuziehen, damit wir uns dann einfach das leisten können, so oft und so viel wie möglich mit ihr in andere Länder verreisen zu können oder in Freizeitpark, so all die Dinge, die meine Eltern ja leider nicht konnten, weil sie hatten ein Angestelltenverhältnis, sie hatten das Geld nicht dazu. Jedes Mal, wenn wir, also das gab es einfach, klar sind wir auch mal im Freizeitpark und mal in den Urlaub, aber wenn ich mir keine Gedanken mehr drum machen muss, es ist halt einfach schon ein wahnsinniger Luxus und mir geht es gar nicht darum, irgendwelche Sachen anzuhäufen, irgendwelche materiellen Güter, sondern mir geht es vor allem einfach um die Freiheit, die ich dann habe, die Freiheit, so viel Zeit mit ihr zu verbringen, wie ich das möchte. Und die Freiheit, den Job zu tun, den ich liebe von ganzem Herzen und sie mitzunehmen auf diese Reise zu diesen Retreats nach Costa Rica, nach Mexiko, nach Spanien, nach Thailand, wo wir dann auch immer sein werden. Und ich arbeite wirklich, wie gesagt, ich habe viel, viel innere Arbeit gemacht. Ich mache immer noch sehr, sehr viel innere Arbeit, weil es nicht nur für meine Arbeit und für meine Klienten wichtig ist und für mich und mein Leben, sondern vor allem in erster Linie auch für meine Tochter. Ja, sie hat mich einfach zu einem besseren Menschen gemacht, ja, von dem Moment, wo sie auf die Welt gekommen ist, schon mit dieser Kaiserschnitterfahrung, da habe ich euch auch im Geburtsvideo mehr darüber erzählt, hat sie mich zu einem besseren Menschen gemacht und sie macht das irgendwie täglich. Ich setze mich aufgrund dessen viel mehr mit mir selbst auseinander und ich habe es auch aufgrund von ihr nur geschafft, würde ich behaupten, so weit zu kommen, also auch in meinem Business, so diszipliniert zu sein. Ich war nie so diszipliniert. Ich hatte immer, es war immer so, Depression war immer meine Trauma-Antwort, ja, und Sachen aufschieben, prokrastinieren, Perfektionismus, damit ich nicht anfangen muss. Und das hat einfach, sie hat da ganz, ganz viel verändert und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ja, ich weiß gar nicht, was ich bisher jetzt noch so erzählen soll. Vielleicht ganz kurz noch, was auch so ein bisschen anders gelaufen ist, oder was ich jetzt einfach weiß, ist, ich würde mir nie wieder ein Urteil irgendwie
darüber erlauben, bevor ich selber nicht Mutter bin, wie andere Menschen irgendwie ihre Kinder erziehen oder großziehen. Klar gibt es absolute No-Gos, wie Kinder schlagen und so weiter. Aber wir haben uns ja auch, also ich habe mir ja auch wahnsinnig viele Vorstellungen gemacht und gedacht, okay, mein Kind wächst auf jeden Fall ohne Schnuller auf und wir werden so und so lang stillen und sie wird bei uns im Bett schlafen und all das ist auch, es ist auch tatsächlich so, sie hat keinen Schnuller, ich still sie immer noch, sie schläft bei uns im Bett, sie hat auch immer noch kein eigenes Kinderzimmer, das wollte ich auch so nicht, aber viele Dinge, die ich mir vorgestellt habe, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich einfach auch über Bord geworfen, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht umsetzbar, ja, beispielsweise Thema Schnuller. Ich wollte ihr keinen Schnuller geben. Nach 6 Wochen, wo die Hebamme uns grünes Licht gegeben hat, wegen der Saugverwirrung, gibt es ja auch so diverse Diskussionen, nach 6 Wochen habe ich dann entschieden, ja doch, weil sie gerade beim Autofahren oder so, sie nimmt die ganze Zeit diesen kleinen Finger, ich kann ja nicht die ganze Zeit mit meiner Brust da drüber hängen und es ist wahnsinnig anstrengend, wir werden jetzt einfach mal so einen Schnuller holen, weil sie ist einfach ein totales Nuckelkind, das geht gar nicht ohne. Dann haben wir uns so einen Goldi-Schnuller geholt mit Naturkautschuk, der ist so ein Riesending, den hat sie dann auch genommen eine Zeit lang und ich würde sagen, das ging so vielleicht 2, 3,5 Monate vielleicht gut. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, da war sie so 5, 6 Monate und da war vorbei. Da hat sie den Schnuller einfach nicht mehr genommen. Sie hat sich den einfach von selber abgewöhnt. Und das Lustige ist, ich selbst hatte mir noch vorgenommen, ihr anzufangen, den mit 6 Monaten langsam und sanft abzugewöhnen, wegen dem Gebiss halt einfach und damit sich der Kiefer gut ausprägen kann. Und das ist dann einfach von selber passiert. Ich musste gar nichts machen. Sie hat den von heute auf morgen nicht mehr genommen. Und wenn du mit denen in die Nähe gekommen bist, dann hat sie einen Schreianfall bekommen. Dann haben wir auch einen anderen Schnuller probiert gehabt. Den hat sie dann auch nicht mehr genommen. Sie hat seitdem keinen Schnuller mehr genommen. Thema Flasche ist auch ganz schwierig. Mittlerweile ist sie ja schon über ein Jahr. Also sie kriegt davon zu auch mal, wenn ich mir einen Smoothie mache oder einen Shake, dann kriegt sie davon auch was in die Flasche. Das trinkt sie dann auch. Aber wehe, ich komme ihr mit der Flasche in der Nacht anstatt meiner Brust. Das geht auch gar nicht. Ich hatte also auch schon mal ein Seminar. Das war erst die letzten Wochen, wo ich 2 Tage weggeblieben bin. Und meine Brüste, die sind fast explodiert. Ich weiß auch nicht, wie viel sie trinkt. Ich habe da fast 1 Liter abgepumpt am Tag. Und sie waren immer noch hart und schwer. Und sie hat ein riesen Theater gemacht. Also das ging, wir stehen halt auch nachts noch und das ging gar nicht. Sie nimmt keine Flasche. Und ich finde es auch, also es ist auch in Ordnung. Ich habe das mir jetzt auch abgeschminkt, nachts irgendwie demnächst wegzubleiben, weil der eine Nacht mag das mal gehen, aber sie soll einfach so lange trinken, wie sie halt trinken möchte oder stillen möchte. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich einen großen inneren Widerstand da gespürt habe, weil sie nachts teilweise stundenlang genuckelt hat und ich einfach nicht schlafen kann dabei. Und da habe ich gedacht, ich still jetzt, aber ich kann nicht mehr. Und dann war ich immer so, aber es war immer so ein Anteil in mir, der sagt, oh nee, noch nicht abstillen. Das ist eigentlich doch, vielleicht ist es nur eine Phase und vielleicht wird es besser. Und tatsächlich, es wurde besser, ich stille sie immer noch in der Nacht. Mittlerweile kommt sie vielleicht 2, 3 Mal die Nacht. Es ist total in Ordnung, ich kann dann recht schnell weiterschlafen. In den meisten Nächten, es sei denn, sie zahnt natürlich. Es hat sich so eingependelt bei uns und das ist in Ordnung. Also wirklich, es ist halt echt auch immer nur eine Phase. Und ich würde dich auch wirklich ermutigen, wenn du wirklich nicht mehr willst, dann hör auf zu stillen. Aber dann musst du voll fest entschlossen sein. Weil man geht halt, das ist halt dann auch nicht von heute auf morgen dann einfach so mit dem Fingerschnips und das Kind ist abgestillt, sondern das ist ja auch ein Prozess, der auch Kraft und Energie kostet und da muss man sich schon 100%ig sicher sein. Das war ich mir nie und deswegen ja, ist es jetzt so, wie das ist und es ist auch gut so, wie es ist. Wir haben bisher immer noch kein Kinderzimmer für sie, was völlig in Ordnung ist. Sie hat im Wohnzimmer eine Spielecke, die werden wir noch ein bisschen ausbauen. Ich habe da dieses Konzept, dieses Montessori-Konzept möchte ich so ein bisschen einbauen bei uns und auch so dieses Toy-Rotation, also wo man so Spielzeug rotiert, damit die Kinder einfach nicht überreizt sind und immer mal was anderes angeboten bekommen. Gehe ich vielleicht mal in einem anderen Video drauf ein. Das ist etwas, was ich gerne noch einbauen möchte demnächst und ansonsten ja, auch zum Beispiel Thema Kinderwagen, das war auch so ein Ding. Ich war auch fest davon überzeugt, wir brauchen keinen Kinderwagen, wir werden keinen Kinderwagen holen. Ich trage sie einfach die ganze Zeit nur.
Ja, denkst du, ja, mein Kind ist so agil. Die wollte zwar am Anfang nur getragen werden, aber tatsächlich irgendwann ist die halt aufgestanden und gelaufen oder gekrabbelt und so. Und dann wollte die auch gar nicht mehr nur in der Trage sein. Und ein Kinderwagen zum Beispiel war dann halt auch eine Investition, die es wirklich, wirklich wert war, was ich nicht gedacht hätte. Aber es war auch sowas. Ich habe gedacht, so Kinderwagen, nee. Würden wir nicht brauchen, ist sowieso viel zu teuer, aber hat sich im Endeffekt dann doch als super Investition herausgestellt. Und ja, also ein anderes Thema ist auch noch, ah ja, oder vielleicht noch kurz dazu, wir haben uns ganz am Anfang einen Secondhand-Kinderwagen geholt, genauso wie ein Secondhand-Autositz, würde ich so nicht mehr empfehlen, zumindest nicht in der Form, wie wir es gemacht haben. Kinderwagen war absoluter Schrott, ja, eines Tages fährt meine Schwester mit diesem Kinderwagen in die Bar, die ins Schwimmbad und das Rad vorne bricht ab und musste dann mit drei Rädern zurück. Also es sah total witzig aus, aber wer billig kauft, kauft zweimal. Und bei Kinderwegen ist das definitiv der Fall, denke ich zumindest. Wir haben uns jetzt einen geholt für wahnsinnig viel Geld. Ich möchte das gar nicht sagen, wie viel der hier gekostet hat, aber ich bin so froh damit. Ja, wir hatten jetzt dann auch lange einen von einer Freundin ausgeliehen und dann habe ich gedacht, ach weißt du was, wir müssen jetzt einfach auch investieren. Und es lohnt sich auch, wir planen ja noch weitere Kinder. Und ich liebe diesen Kinderwagen. Die Kleine liebt den Kinderwagen. Die schläft da drin stundenlang. Selbst jetzt noch. Deswegen, das war dann schon auch eine Investition. Also da würde ich mir wirklich auch die Zeit nehmen. Was ich finde, was gar nicht geht, sind diese Dinger, wo man so den Autositz so drauf klickt. Finde ich, ist ein absolutes No-Go für die Physiologie vom Baby. Also Kinder sollen ja auch nicht so lange in so einem Sitz sein. Vor allem Babys, das kann die Lunge stauchen. Die können da sogar dran sterben. Da gibt es Todesfälle sogar. Und das als Kinderwagen zu benutzen, ich weiß gar nicht, warum sowas überhaupt erlaubt und auf dem Markt ist. Absolutes No-Go. Die Eltern wissen es halt leider meistens nicht besser. Und abgesehen davon, dass die meistens auch gar nicht richtig gefedert sind, also für den Rücken, für die Wirbelsäule, Katastrophe. Würde ich auf keinen Fall empfehlen. So ein anderes Thema war bei uns noch Wickeltisch. Wickeltisch haben wir auch keinen gewollt und gehabt. Wir wollten sowieso so minimalistisch wie möglich sein. Wir haben uns alles eher nach und nach angeschafft und die wichtigsten Sachen ganz am Anfang halt da gehabt, wie Windeln und ein bisschen Kleidung. Da haben wir uns auch am Anfang, hatten wir so ein Kleidungsabo bei Oi Oi Baby. Da haben wir uns Kleidung gemietet. Irgendwann haben wir aber so viel auch geschenkt bekommen, dass wir das kündigen konnten und sich das gar nicht mehr gelohnt hat. Weil man wird ja dann auch von allen Seiten beschenkt. Ja, also wir brauchten auch nie viel Spielzeug kaufen. Wickeltisch, wie gesagt, das war auch so eine Sache, darauf haben wir verzichtet. Wir wickeln die Kleine eigentlich schon seit eh und je auf der Couch und seit neuestem. Also wir haben es ja auch am Anfang mit Windelfrei übrigens versucht, ja, gemacht auch. Es hat die erste Zeit wahnsinnig gut geklappt, ja. Die ersten Wochen, wir haben sie teilweise bis zu 16 Mal am Tag irgendwie abgehalten und sie hat jedes Mal was gemacht. Also das war genial. Sie hat kaum in die Windel gemacht. Und irgendwann hat sie sich irgendwie die Milch wie umgestellt, obwohl mir da jetzt auch schon öfter gesagt wurde, ja, die Milch stellt sich nicht um. Aber irgendwas hat sich verändert, weil die Kleine hatte plötzlich nicht mehr so oft Stuhlgang und fast schon wie Verstopfung, obwohl ich sie nur gestillt habe. Weil ich habe da eigentlich auch nichts an meiner Ernährung geändert. War ganz komisch. Und seitdem war es schwierig mit dem Windelfrei. Und dann haben wir es auch so ein bisschen schleifen lassen, weil wir dann ein bisschen frustriert waren. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt langsam wieder das Töpfchen etabliert. Ich wollte das wieder aufgreifen mit 8 Monaten. Und sie geht jetzt eigentlich regelmäßig aufs Töpfchen. Über Nacht und sonst tagsüber, wenn wir unterwegs sind, so, dann klar, dann macht sie in die Windel. Aber das mit den Töpfchen, das klappt schon ganz gut. Das macht sie immer öfter. Und wir machen da uns gar keinen Stress. Wir sind da komplett stressfrei. Da bin ich auch mit ein bisschen zu viel Druck an die Sache gegangen am Anfang. Jetzt denke ich mir so, jedes Kind wird irgendwann sauber. Also einfach stressfrei. Es soll einfach auch Windelfreiheit eigentlich den Sinn, auch die Eltern zu entlasten und nicht noch mehr zu belasten. Ja, das war so ein Ding. Ganz am Anfang habe ich mir auch eingebildet, ich nehme Stoffwindeln und wasche die dann. Ist eine Sache, die ich nicht umgesetzt habe. Ich habe die Windeln von Lilido mit sehr wenig Plastikanteil, was mir auch sehr wichtig ist, weil es ja schon auch ganz schön viel Müll produziert. Aber ich finde einfach, also man hat halt auch das Recht,
irgendwo es sich leicht zu machen. Und das war jetzt einfach so ein Ding gewesen, das hätte nicht noch sein müssen. Wie gesagt, Wickeltisch, wir haben sie von Anfang an auf der Couch gewickelt. Das machen wir auch immer noch. Wir haben uns zum Glück auch noch keine neue Couch gekauft. Wir haben so eine, mit der wir eigentlich nicht so zufrieden sind. Und da sind auch schon ein Haufen Flecken. Aber das bleibt jetzt auch erstmal so, weil ich glaube nicht, dass es eine unbedingt schlaue Investition wäre, sich eine neue Couch mit einem Kleinkind zu kaufen. Vor allem, weil unsere Tochter sich auch gerne mal bewegt und so beim Wickeln. Und dann ist da die Mundschutzcreme oder vielleicht im schlimmsten Fall noch was anderes. Deswegen, ja, das ist jetzt einfach, das ist so. Und das ohne Wickeltisch, das klappt super gut. Ja, was gibt's sonst noch für Utensilien? Wir haben uns eine wahnsinnig große teure Milchpumpe gekauft von LV heißt die, glaube ich, diese Dinger. Bin ich nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie macht zwar schon ihren Job, aber irgendwie, ich habe die fast nie benutzt, weil es mir einfach so anstrengend war zu pumpen. Und jetzt, wo die Brust so voll war, wo ich auf dem Seminar war, musste ich sie mitnehmen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es schafft mir überhaupt keine Linderung, egal wie viel Milch ich da abpumpe. Es wird irgendwie immer noch schlimmer und immer noch härter. Es ist halt einfach anders als ein Kinderkiefer oder ein Babykiefer. Und ich habe so richtig gemerkt, so nee, also abpumpen ist nicht meins und diese Investition, ich weiß nicht, ob sich das wirklich gelohnt hat. Was ich mir jetzt im Nachhinein definitiv aneignen würde, beziehungsweise mir kaufen würde, wo ich investieren würde, wäre eine Federwiege. Da können sich die Meinungen jetzt spalten, wie sie wollen. Ich habe da, also bei der Tagesmutter hat sie eine Federwiege, da schläft sie sofort ein. Und ich glaube, das hätte uns viel Arbeit erspart. Wir haben einfach nur so eine Wippe, weil ich das andere für Quatsch gehalten habe. Aber wahrscheinlich hätte es uns einfach viel Arbeit erspart, hätten wir eine Federwiege uns gekauft. Ich weiß nicht, ob so eine Investition jetzt noch Sinn machen würde, deswegen lassen wir es einfach sein. Aber beim nächsten Baby definitiv eine Federwiege. Werden wir auf jeden Fall probieren. Ja, ich glaube, das war's für heute. Ich habe jetzt schon so viel gequatscht. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst mir eure Gedanken gerne in den Kommentaren da. Und ich freue mich über einen Daumen und ein Abo. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, wo ihr euch wünscht, dass ich mal drüber rede, dann schreibt mir das auch gerne, weil ich mache das sehr, sehr gerne. Ich mache diese Videos hier für euch, um euch Mehrwert zu liefern. Und ich freue mich und bis bald auf ein nächstes Video.